Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Und wenn die Szenerie hier etwas anders aussieht, liegt das daran, weil ich optimiert habe und den Bobby-Mob rausgeworfen habe und ihn mit Distant Horizon ersetzt. Darum können wir da im Hintergrund schneebedeckte Berge sehen. Wenn wir darüber schwenken, sehen wir das obere Ende von unserer Raid Farm. Bevor wir uns aber heute der Frage widmen, wie bekommen wir das wilde Bambu da hinten in eine ordentliche Farm hier in unserer Therme, ein kurzes Update für unsere Aschewolke. Ich habe da etwas weiter gemacht und ich denke, das Einfachste ist, wenn ich das Ganze mit ein paar Screenshots erkläre. Der erste Schritt war das Erweitern der Wolke nach oben. Und die erste Variante, die ich hier versucht habe, war das Schachbrettmuster. Abwechselnd eine Ebene mit Grau, eine Ebene mit schwarzem Glas, immer so um einen Block versetzt. Aber da habe ich festgestellt, das führt nicht unbedingt zu einem guten Nebeleffekt, sodass ich dann weiter oben dazu übergegangen bin, Layer für Layer in Schwarz einzusetzen und wie weiter unten am Rand die dunkelgrauen Glasblöcke zu platzieren, musste ich dann aber feststellen, die uniforme Randstruktur mit dem grauen Glas sieht sehr künstlich aus, so dass ich das Ganze etwas aufgebrochen habe und da etwas mehr Variation reingebracht habe, sowohl ganz oben wie auch auf den unteren Layern. Ganz zu oberst habe ich dann noch grauen Teppich verlegt, so dass wir von oben nicht wirklich Lichtdurchsicht haben. Das hilft sicherlich auch. Der Nachteil allerdings ist, dass Zombies und Skelette, welche unter der Wolke stehen, dann bei Tag nicht mehr verbrennen. Aber ich denke, damit können wir leben. Und die letzte Ergänzung ist dann effektiv, dass ich im unteren Teil etwas mehr Struktur reingebracht habe, so Ausstülpungen, wo die Aschewolke sich ausbläht. Auch hier wieder, um das ganze die grauen Ränder etwas aufzulockern. Und hauptsächlich habe ich mich hier auf die Seite fokussiert, welche wir von unserer Basis hauptsächlich betrachten. Sprich, die Hinterseite hat weniger Updates erhalten. Nun aber zu unserem eigentlichen Projekt für heute. Normalerweise farmt man Bambus in großen Flächen mit fliegenden Maschinen, aber ich habe festgestellt, man kann das eigentlich genauso machen, wie wir es auch beim Zuckerrohr gemacht haben, wo wir einen Kolben haben, der das Ganze unten abbricht, auf der zweiten Höhe und irgendwo weiter oben detektieren wir dass das Bambus bis nach oben durchgewachsen ist. Und wir können das hier ganz kompakt machen, da auf diesem Block, da wächst der Bambus
und dann brauchen wir nur einen zweiten Block nach hinten. Und das Gute an diesem Setup ist, mit diesem einen Turm kann ich auch den Kolben auf dieser Seite und auf der anderen Seite powern. Und dann passiert das. Aber das hat einen Nachteil, denn Bambus hat eine Minimalgröße von 2 Block. Also unter Umständen, wenn dieser Block hier die erste Stufe ist, zweite Stufe, wächst er gar nie über unsere Pisten hinaus und schon gar nicht bis ganz nach oben hin. Und das könnte heißen, wir bekommen da auch gar nie was raus. Drum denke ich, werden wir solch einen Turm für jede Säule haben, denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir 2 benachbarte Bambus, oder ist das Bambi, haben, welche nicht bis ganz nach oben durchwachsen, ist relativ gering. Und wir werden auch nicht allzu hoch gehen, sicher nicht höher als die Kokobin-Farm. Das ist das höchste Gebäude hier drin. Und wenn wir schauen, wo haben wir den Platz dafür? Einmal haben wir hier 4 Plätze, denn das Ganze können wir wie bei der Zuckerrohrfarm Innenseite an Innenseite machen, sodass wir dann quasi da eine zweite Reihe hinbekommen. Und ich denke, hier haben wir 4 tief, wo wir was platzieren können. Und dann haben wir hier noch etwas Platz und dann auf dieser Seite auch noch mal etwas. Und das gibt uns doch etwas Bambus. Und das Ganze sammeln wir dann mit Minecarts ein, die drunter durchlaufen. Nun, da ich euch erklärt habe, wie es funktioniert, muss ich es nur noch bauen. Und dann sehen wir hoffentlich bald mal, wie das funktioniert. Hier auf dieser Seite eine einfache Entladerstation und ich habe mich hier entschlossen, 2 parallele Minecart-Rails durchzuführen, denn die Strecke geht darüber und dann haben wir insgesamt 3 Module und Bambus wächst ziemlich schnell, das heißt, wir könnten da einiges an Bambus rausbekommen. Das Glas hier sieht noch etwas komisch aus, aber wir werden da ja auf den Seiten und wahrscheinlich dann auch oben drüber das Ganze einrahmen. Somit sollte das nicht wirklich ein Problem sein. Und wenn wir da nicht höher werden wollen als da drüben, dann ist auch nicht mehr als so mit dem Kolben hier unten, Node Block, dann zu oberst der Observer, der nach innen zeigt, und dann brauchen wir einen Observer, der diesen Observer beobachtet und das Signal nach unten gibt, und das ist dann auch im Prinzip die minimale Höhe für dieses Setup. Okay, wir könnten auf den Node-Block hier verzichten, eins niedriger. Aber ich denke, das funktioniert so ziemlich gut. Die einzige Krux ist hier, wo ich hier unter dem Wasser durch muss. Und das heißt, ich kann hier nicht bis ganz nach außen das Modul gestalten, sondern wir haben hier
einen temporären Block, sodass die, dass der die Rail, der Minecart Rail, eins tiefer gehen kann und da unten durch. Das letzte, was ich noch machen muss, ist den Bambus da hinten entfernen und ihn effektiv in die Farmen reinplatzieren und dann natürlich hier die noch offenen Seiten mit Glas verschließen. Aber da müsst ihr mir nicht zuschauen, wie ich das mache. Ja, wieder ein Projekt, eine Farm abgehakt. Und ich muss mal schauen, was wir dann nächstes Mal machen. Ich denke, hier in dieser Therme haben wir dann wahrscheinlich all die Farmen drin, die ich ursprünglich angeplant habe. Das heißt, wir könnten hier dieses Gebäude fertig machen. Wir können aber auch sicher irgendein anderes Projekt finden. Aber bis die nächste Folge kommt, werde ich das rausgefunden haben und ihr werdet es dann sehen. Also vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Und dann sehe ich euch nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.